Ah, guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen White Hart Stream. Nach langer Zeit mal wieder, ne? Ah, White Hart, da sind ein paar leichte Komplikationen, deswegen kam das jetzt eine Weile lang nicht mehr. Ich muss gerade gucken, wo ich überhaupt meinen Chat mal hingepackt habe. Ich glaube, ich habe ihn oben rechts mal hingepackt. Nee, warte, unten links. Oder? Ne, hier. Da stört er mich nicht. Ja, lange Zeit nicht gestreamt, aber ich habe zumindest einmal den Erdspalter und den Lavarücken einmal offscreen fertig gemacht, weil ich ein bisschen Material von denen haben wollte. Und ja, sonderlich viel habe ich sonst nicht weiter gemacht. Ich hoffe einfach mal, dass die Maus heute mich mal nicht durchgehend behindern will. Ich habe auf jeden Fall auch schon die Handkanone ausprobiert und ich muss sagen, gegen den Lavarücken gefällt sie mir sehr. Also, gegen so richtige Nahkämpfer-Gegner ist die Waffe einfach nur angenehm. Ich habe auch ein paar Questen schon abgeschlossen. Also, abgeschlossen, nicht abgegeben. Ja, also, YouTube sieht jetzt erst vielleicht nochmal hier. Also, es hat jetzt gerade eine Weile gedauert. Ich habe jetzt nochmal wieder auf 2K runtergeschaltet. Ich will jetzt zuerst alle Nebenquesten abgeben und danach wollte ich nochmal tatsächlich das Huhn jagen, weil wir da durch irgendein Fusionskarakuri bekommen, aber es beim letzten Mal, warum auch immer, nicht bekommen haben. Das ist irgendwie ein Geistesblitz, den man während des Huhns bekommt. Ich habe übrigens auch noch zwei Sachen hier jetzt. Also einmal hier die Widerstandsfähigkeit bei den Kisten und... Ich überlege gerade, was war das andere? Ach nee, das andere habe ich noch gar nicht ausgegeben. In das hier wollte ich noch investieren. Damit ich das hier holen kann als nächstes. Das hier müsste ich mir auch mal holen, die Ziellaterne. Ja, als erstes werden wir halt gleich das Huhn jagen und danach müssen wir halt die Lavarücken storymäßig bekämpfen, aber... da werde ich wahrscheinlich bei YouTube zumindest bis zu den Kills skippen, außer ich finde irgendwie was Neues. Ihr habt die Materialien für mich gesammelt? Vielen Dank. Also gut, dann mal... nein, ich meine alles gut. Mir geht's gut, wirklich. Ich mag Kimono nicht sonderlich, um ehrlich zu sein. Einfach alles an ihnen verpasst mir eine Gänsehaut. Aber so viele Leute wollen Kimono-Materialien haben und zahlen gutes Geld dafür. Und zu Hause habe ich viele Mäuler zu stopfen. Also, ich nehme die einfach so und hoffe, bald mal wieder mit euch Geschäfte zu machen. Ich habe das Spiel gerade mal ein bisschen in OBS leiser gestellt, weil ich einmal kurz reingehört habe. Ich will jetzt auch noch mal reinhören. Vielen Dank. Ich sehe euren heldenhaften Kampf gegen die mächtige Bestie, als wäre ich dabei gewesen. Meine Lieder sind ein Übergang vom Alten zum Neuen. In ihren Melodien und Worten spiegelt sich die Weisheit unserer jagenden Vorfahren wider. Gern geschehen. Es fällt mir vor allem eine bestimmte Strophe ein. Zaghaft erblühen die Knospen des ersten Blauregens erneut. Winken dem Himmel mit ihrer Pracht, wohlwissend, dass auch sie eines Tages mit dem Morgentau vergehen. Das Leben ist kurz. Kaum sind wir geboren, sehen wir uns schon unseren letzten Tagen gegenüber. Aber dennoch steckt das Leben voller Leben. Und da das Leben so flüchtig ist, scheint es heller als die Sonne. So wie es das Leben des großen Bären tat. Okay. Lasst mich euch nochmals danken, Jäger. Aber versprecht mir, dass ihr mir schon bald von weiteren eurer wunderbaren Abenteuer berichtet. So, die Jagdquest hätten wir dann auch abgeschlossen. Ich drücke ständig die falsche Taste. Hafenquesten habe ich schon alle angenommen. So, wir haben ja jetzt hier... Ach, jetzt kann ich den Erdspalter wieder jagen, wo ich mit dem Steam anfange. Das ist nett. Hier hinten wäre die Hauptquest. Das war, wie gesagt, irgendwas mit zwei Bären umnieten. Aber weil ich halt diese eine Fusionskarakuri haben will, würde ich erstmal die Federkralle hier eventuell erstmal vernichten.
Wir hatten zwar schon eine vernichtet, aber ich habe irgendwie dieses Fusionsding nicht bekommen. Deswegen nochmal dahin. Ich gehe zum Küstenlager. Ach, jetzt weiß ich nochmal, was ich noch geboostet habe. Ich hatte auch noch das Fischerboot geboostet, das es mir sammeln kann. Das sollte ich auch eigentlich instant zeigen können, sobald wir ankommen. So, hier, jetzt sollte ich es eigentlich zeigen können. Ah, ne, offenbar habe ich es jetzt doch nicht. Ich habe doch in das Fischding hier investiert. Warte mal. Wo war das? Hier, da. Oder? Ne, das war. Das hier war es. Erhöht die Anzahl gefangener Fische mit einer Mühlenschaufel. Sind immer noch nur 9. Ich fühle mich betrogen. Oh, da! Wir haben's! Y. Nimm das. Oh, ich habe ein Feuerwerk gemacht. Okay, wenn irgendwer am Fliegen ist, das Feuerwerksfusionskarakuri. Ja, ist um Gegner vom Himmel zu holen. Also jetzt zum Beispiel, ne? Das wird dir nicht gefallen. Oh, hab damit eigentlich auch schon das, was ich von dem Huhn wollte. Ja, Leute, jetzt kann ich Feuer im Werk machen, ne? Mal sehen, wie das aussieht, wenn es oben ankommt. Oh, sieht das schön aus. Können damit Silvester feiern. Bergbau. Ich mache aber erstmal die Heildauer höher. Das klingt sehr, sehr praktisch. Okay, dann geht's jetzt zur Story-Quest. Müssten ja die zwei Affen sein. Da war jetzt mein richtig harter Delay. Ich habe offscreen übrigens auch noch zwei Zukumus gefunden. Kann ich die Angriffsform mir einmal gönnen? Dann macht der kleine Kerl ein bisschen mehr Angriffsschaden. Und meine maximalen Fäden sind offenbar gestiegen. So, ich muss für die Sicherheit garantieren. Ist ja eigentlich nicht so mein Spezialgebiet, für Sicherheit zu sorgen. Oh, ich höre einen Freund. Ich höre hier irgendwo einen kleinen Kumpel. Oder ist es nur der, der hinter mir herrollt? Wo ist ein neuer Freund? Hallo? Da ist ein neuer Freund. Komm her. Einen von 50 Freunden gefunden. Was seid ihr denn? Ich will wissen, was ihr liefert, wenn ich euch streichel. Plattenpilz. Okay, der will nicht. Will ich halt auch noch, was ihr droppt, wenn ich euch loote. Geschnitten ist vielleicht, da ist ein neuer Kumpel schon wieder. Überkommt das Team, wo ich die sammel. Das Ding sollte ich mal sofort aktivieren. Oh, kann ich nicht. Dafür brauche ich Taukristalle. Wo finde ich denn Taukristalle? Thank you.
Was für ein PC hast du denn eigentlich, Kuma, dass du so starke Probleme hattest? Also wenn es nur ein Laptop ist, dann empfiehlt es sich nicht, so ein Spiel wie Wild Hearts anzupassen. Weil ein Laptop nicht mal ansatzweise so viel Leistung hat wie ein PC. Verschwinde! Scher dich weg! Verdammt, ich hätte nicht herkommen sollen! Es sind ja nur kleine Mäuse, richtig ab! Ihr da! Hilft uns! Es wird uns mit Haut und Haar auffressen! Es kommt ja vor allem auf die Grafikkarte an. Oh, Sequenz. Ein Moment. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Wir hatten keinen Jäger erwartet. Aber wir haben uns aufgeteilt, als wir auf diese monströse Ratte gestoßen sind. Ich mache mir besonders Sorgen um unsere Meisterhandwerkerin. Seren hat dieses elende Vieh in eine Höhle gelockt. Bitte, ihr müsst sie retten. Der Tsuruhashi. Und im Hintergrund zappelt das Vieh. Dem Himmel sei Dank. Ohne euch wären wir alle verloren. Ich helfe euch dabei, die anderen zu suchen. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Gut, dass ich vorbeikam. Ich muss aber erstmal looten. Können wir doch hier nicht so zappeln lassen. Das wäre ja richtig fies. Ja. Ich denke immer, diese Schmetterlinge kann man einsammeln. Und dann, wenn ich es versuche, bin ich enttäuscht. Kebia-Frucht. Oh, Gegengift. Aber was zu essen gegen Gift? Was hat die denn für komische Bälle? Die lassen sich streicheln. Asse, Exoskelett. War hier nicht noch einer? Da. Da ist der komische Ball. Der Käfer lässt sich streicheln. Und ich habe einen Fuchs gefangen. Der Fuchs, der wollte nicht frei sein, falls man fragt. So, hier mache ich mal die ganze Ausrüstung, damit ich noch Zeug zubereiten kann. Nicht sterben, nicht hier. Ich komme ja schon. Da sind hier noch mehr von den Rattis. Hey, hier drüben. Ja, bin schon da. Doch alles gut, Mädel. Ach, den Geistern sei Dank, seid ihr hier vorbeigekommen. Ich nehme an, ihr seid ein Jäger? Wir sind gerannt wie der Wind, als uns diese riesige Ratte, ein Sporenschwänzchen, verfolgt. Aber Ren, unsere Meisterhandwerkerin hat sie weggelockt, um uns zu retten. Ich bin zurückgekommen, um ihr zu helfen, aber ich habe kein Glück dabei. Mach ich gerade einfach nur die Handlanger fertig? Das ist ja genau das Problem. Ich weiß es nicht, aber von dort hinten kommt viel Lärm. Kommt, ich zeige es euch. Ich vermute, allein werde ich nicht viel ausrichten können. Bitte helft uns. Jagt das Kemono und rettet unsere Meisterin. Geht klar.
Ich hatte noch nie im Leben solche Sporenschwänzchen. Angst. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Es könnte denselben Typus haben wie die andere Ratte. Ich glaube, ich habe für das Element keine Kanone. Ich wollte jetzt nachgucken. Wir haben das Blütenschwänzchen. Das mochte Feuer nicht besonders. Vielleicht ist das Sporenschwänzchen ja das genaue Gegenteil und mag Wasser nicht. Aber ich habe keine Feuerknarre. Ja, klingt doch eigentlich nach einem recht guten PC. Die 3080, die habe ich meine ich auch. Oh, ich kann die Spielgesteine hier so sammeln. Und ich habe einen neuen Freund gefunden. Vor kurzem zu uns gestoßen. Er war nicht gerade der Hellste, aber unglaublich geschickt. Eines Tages wäre er sicher ein großartiger Tsunohashi-Handwerker geworden. Ihr seid die Meisterin? Das stimmt. Ihr müsst der Jäger aus Minato sein. In diesem Fall habe ich eine Aufgabe für euch. Jagt dieses verdammte Sporenschwänzchen, ja? Es muss noch irgendwo da drin sein. Ich suche den Rest der Truppe. Vorausgesetzt, es ist noch jemand am Leben. Zwei Leben auf jeden Fall. 180 Meter. Oh, ich glaube, da hinten sehe ich es schon. Ich glaube, ich werde das Gegengift gut brauchen. Sonst noch irgendwas, was Gegengift liefert? Was ist denn Drohgebärde? Okay. Ja, gerne. So, hat mich voll gestoppt. Keine Ahnung, was das Vieh für ein Element hat. Ich dachte, wir würden Affen jagen. Hm. Ich glaube, für das Vieh wechsle ich nochmal eben kurz zum Schwert zurück. Wir könnten auch mal die Krallenklinge ausprobieren. Voraussetzung, ich kann eine gute gerade daraus schmieden. Nee, eher weniger. Nee, ich hasse das, weil, wie gesagt, ich will das später auf YouTube hochladen. Und da fuckt mich das ehrlich gesagt beim Schnitt ab, wenn da irgendwelche Nebengeräusche sind. Auf gut Deutsch. Also mich irritiert das dann mächtig. Ihr könnt aber die Animationen abspielen über die Kanalpunkte. Die geben auch Sounds von sich. Die sind sogar Copyright geschützt, die Sounds. Ohne Copyright meine ich.
Also wenn du kein Gift-Intus hast, ne? Hui! Ein Sporenschwänzchen. Warum hast du Freunde? Ihm fehlen die Augen. Wenn ich das richtig sehe. Ich hab Kreis gedrückt, hallo? Weich doch aus! Ich muss gerade einmal in die Steuerung von dieser Krallenwaffe kommen. Ah, ich verstehe die Waffe gerade. Okay, die ist interessant. Festhalten und ich kann mich in der Luft dann dran ziehen. Das ist eher eine Luftkämpferwaffe. Ah, und diese Leiste da unten, die fülle ich auf, damit ich mich länger festhalten kann. Alter, ihr kleinen Ratten, ihr nervt. Geht aus dem Weg. Okay, mir gefällt die Waffe langsam. Ich erlöse dich. Deine Freunde mögen es nicht, dass ich dich erlöse. Nee. Wie ging das an, Ding? XAX. Es kann losgehen. Ich habe jetzt zweimal das ein Teil aufgestellt, dass ich Elementarschaden weniger habe. Jetzt habe ich gerade so ganz leichte FPS-Drops. Das Konstrukt da links, das sieht irgendwie lustig aus. Also links von den Dingern gesehen. Oh! Wir lernen irgendwas! Was habe ich gelernt? Ich habe eine Bombe gelernt! Die hat gesessen. wie ging die? Das wird dir nicht gefallen. Die Bombe ist lustig. Das Ding endlich ab. Es flüchtet. Oh, dabei geht das Teil auch ab. Ein Moment. Ich habe ja genug. Ich
gucke auch noch was anderes, wenn ich hier gerade schon am gucken bin. Feuer magst du nicht. Hätte ich mir denken können. Wind magst du auch relativ wenig. Ich meine, ich habe gerade die Windwaffe, oder? Ja, die Seilbaumkralle. Das ist eine Windwaffe. Ich müsste damit auch ganz gut zurechtkommen. Da sind meine Fäden. So. Im Übrigen, Kuma, ich habe mir so ein bisschen den gestrigen Stream auch nochmal bei dir angeguckt, ne? Ich meine da bei der ein oder anderen Stelle, wo ich Killer war, du hast mich, glaube ich, sogar einmal da auf frischer Tat irgendwie erwischt, aber es irgendwie auch nicht gesehen. Ich meine, das war bei der Assassinenrunde. Ich weiß nicht, über welche Runde das war, aber du hast eigentlich gesehen, was ich getan habe, aber hast es irgendwie auch nicht gesehen. Ich fand das lustig. Also Multiplayer-Streams gucke ich mir immer wieder gerne mal die Sichten der anderen an, weil ich einfach wissen will, wie es bei denen so war. Auch hör auf, deine kleinen Freunde zu beschwören, die jucken mich doch eh nicht. Oh, ich glaube, das will ich nicht abbekommen. Warte mal, wie ging die Bombe? Es kann los. Nimm das. Die Bombe ist lustig. Oh, jetzt bist du dran, meine Leiste ist voll. Aua. Oh, was bist du denn für ein lustiges Käschchen? Komm her. Kastanienhüter-Igel. So, jetzt. Komm her. Ich glaube, ich habe das... Nein, ich habe das falsche Objekt. Nein! Was ist los, Junge? Tsukumo rettet mich gerade. Die können einen, glaube ich, einschläfern, die kleinen Ratten. Oh, hi. Ihr kleinen Mistdinger. Ach, und du benutzt sie auch noch als Angriff. Ich muss dir unbedingt das Ding da hinten abpacken. Das wird dir nicht gefallen. Das hat es kaum gejuckt. Wo ist die Bombe? Rawumsal! Ich mag das Vieh nicht. Weißt du, ich habe lieber Verbrennungen, als dass ich eingeschläfert werde und dann einen Pui-Hit kassiere. Ich müsste, während er diesen Ansturm mal macht, die Mauer errichten. Jetzt hat er wieder seine kleinen Freunde auf mich losgehetzt. Akro-Modus aktiviert. Es kann losgehen. Ich habe mir gar nicht gemerkt, in welchem Moment die Bombe gut funktioniert hat.
glaube, während er den Schrei auflädt. Ja, ich habe genau da, wo ich das Teil dran haben will. Oder? Nein, ich habe den Fuß erwischt irgendwie. Statt den Schweif. Ich habe ihn irgendwas abgebrochen. Ich habe ihn einen Zahn gezogen. Ich bin offenbar ein Zahnarzt für Ratten. Wie habe ich das Ding nicht getroffen? Mann, ich wollte ihm mal während so einer Aktion eine runterhauen. Ah, okay, das Vieh stampft einmal kurz auf, nachdem es die Viecher gerufen hat, und dann sollte ich die Mauer setzen. Got it. Böser Beruf. Das wird dir nicht gefallen. Ja. Komm her. Aua, hier ziehe ich gleich noch einen Zahn. Ich weiß nicht, was das für ein Ultra-Buff war, aber ich bin stolz drauf. Da auf den dicken, fetten Baum, da könnte ich mir auch noch so einen Tsukumo vorstellen. Also einen neuen Freund. Ich würde da einmal ganz kurz nachgucken. Aber ich sehe gerade nicht den Weg, womit man hochkommt. Ach nee, guck mal, hier sitzt der. Muss gar nicht hochklettern. Ich sag auf jeden Fall richtig, dass hier einer von denen sitzt. Es ist wieder wütend. Es kann losgehen. Nimm das. Hat's geschafft.
Ich hab's aufgehalten. Autschen. Es ist ab. Das Scheißding ist ab. Ich gönn's mir. Ich hab mir gerade deinen Schweif reingezogen. Was sagst du dazu, du blödes Viech? Schön mit dir, kleines Rettenvieh. Aber jetzt werde ich dich vernichten. Verzeih. Der hat nicht wie sonst die Sequenz abgespielt. Der ist einfach hochgesprungen. Lustig. Eisenpanzertalisman. Flock-Karakuri entdeckt. Was ist denn ein Flock? Ihr habt euch darum gekümmert? Danke. Gern geschehen. Ach, du willst jetzt nochmal reden, ne? Ich denke, wir sollten jetzt unbehelligt nach Minato kommen. Ihr habt uns wirklich gerettet. Ich konnte den Rest der Truppe aufspüren. Sie sind alle etwas mitgenommen, aber im Grunde wohl auf. Dank euch. Wir machen uns jetzt direkt zur Stadt auf. Begleitet ihr uns? Klar. Ich folge euch einfach, ne? Verstehe. Dann sprechen wir uns bei eurer Rückkehr. Ich kann euch nicht genug danken. Ja. Das Vieh hätten wir erledigt. Die Waffe ist bestimmt krass. Jagdfließender Fungus ist jetzt in Kapitel 2 in der folgenden Gebiet verfügbar. Kikure-Schlucht. Warte mal, wo ist der Flock da? Ziele sorgfältig und schieße ihn hakenlos, ob an einem Fels oder Kimono. Er wird sich festkrallen und dich mitreißen, ohne dass du auch nur einen Fuß auf den Boden setzt. Okay. Klingt schon nach Spaß. Ich will mir erstmal das hier gönnen. Bevor ich zurückreise, wo ist mein Lager? Da will ich mich gerade einmal hin teleportieren. Und das Teil aufstellen, was ich gerade freigeschaltet habe. Dann farmen die ja hier das Mineral. Wenn ich das Teil richtig verstanden habe. Ja. Ich pack dich mal ein bisschen weiter hier vorne hin. Perfekte Position. Wird schon passen, ne? Ihr bringt mir jetzt ordentlich Steinchen nach Hause, ne? Ihr seht zumindest aus, als ob ihr dabei Spaß hättet. So, warte mal. Ich suche gerade noch. Ach, da. Können auch direkt den Tsukumo verbessern. Tsukumo-Anpassung, Angriffe. Mehr Power für das Ding, ne? So, und dann auf zurück nach Minato. Wieder 10 Minuten im Ladescreen verbringen. Und natürlich auch die Rüstung einmal angucken. Gucken wir uns zuerst die Rüstung an. Wir suchen das Pusche-Vieh. Das hier ist nicht das Pusche-Ding. Oh, aber die Fähigkeit ist ganz nice. Richtig schnelles Saufen. Was brauche ich noch zusätzlich? Muss ich beide Scheißviecher jagen? Der wird dann noch irgendein anderes Vieh haben. Ein Goldstachel. Vieh, was wir noch gar nicht gesehen haben. Das hätte ich gerade eben gebrauchen können.
Das Vieh ist wirklich gut, was die Ausrüstung angeht gegen Gift und so weiter. Also zumindest der Teil hier und der Teil, den Rest würde ich mir nicht gönnen. So, und jetzt will ich mir die Waffe angucken. Krallenklinge hieß die Waffe übrigens. Gucken wir einfach mal hier. Wo in der Liste bist du? Da bist du. Kräuterkalle. Da ist auch diese Drohgebärde drauf, aber richtig stark. Das kann man nur für einen Angriff gebrauchen, die Fähigkeit. Das war's offenbar schon mit dem Vieh. Nee, hier. Das ist die Kra zu dem Vieh. Na gut, die Waffe von ihm selber ist jetzt irgendwie nicht so geil. Aber die andere Version, die ist nice. So, das gibt 100 pro eine Sequenz. Ihr seid zurück. Wir Bei wollten euch Sequenzen packe ich sprechen. den Avatar im Außenbild. Danke nochmal für die. Erneut habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen, indem ihr die Handwerker gefunden und gerettet habt. Serdan hat ausgiebig ihren Dank ausgedrückt. Und wir vermuten, sie wird auch so schnell nicht damit aufhören. Ich habe ihre toten Kameraden gerecht. Natürlich ist sie glücklich. Handwerker aus unserer Hauptstadt verlassen. Wir müssen ihr Talent voll ausschöpfen, um uns gegen die Kemono verteidigen zu können und unsere Stadt auszubauen. Serdan kann euch sicher auch bei euren Belangen unterstützen. Wir vermuten, dass sich ihr Können auch bei der Jagd als nützlich erweisen könnte. Entschuldigt. Ich habe mich vorhin nicht ordentlich vorgestellt. Ich bin Serdan Fassa Djibril aus dem Tsuduhashi-Clan aus der Hauptstadt. Aber das ist viel zu umständlich, also nennt mich einfach Ren. Wie Prinzessin Toga bereits sagte, werde ich hier als Meisterhandwerkerin arbeiten und ab sofort die Baumaßnahmen in Minato überwachen. Klingt ich gut. Schulde euch noch etwas dafür, dass ihr uns gerettet habt. Wenn ihr also etwas braucht, kommt her und lasst es mich wissen. Das wäre dann alles. Ihr habt sicher noch viel zu tun. Hey, funktioniert das Ding? Kannst du mich hören? Ja, kann ich, Saufkopf. Naja, muss dich um einen Gefallen bitten. Ah, das klingt nach Ujishige. Wir haben euch schon lange nicht mehr gesehen. Geht es euch gut? Oh, du bist bei Prinzessin Toga. Ja, Prinzessin, ja, mir geht es gut. Ich bin nur sehr beschäftigt, da meine Geldbörse immer leichter wird. Spart euch die Ausreden. Ihr könnt uns das persönlich in der nächsten Audienz erklären. Was eure Geldbörse angeht, können wir euch nicht helfen. Bitte begebt euch zu Ujishige. Der alte Samurai fragt nicht leichtfertig nach Hilfe. Er muss ein echtes Problem haben. Wir werden in der Zwischenzeit alles in unserer Macht Stehende tun, um den Bewohnern zu helfen. Ich port mich mal dahin und rede instant mit ihm. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.